Herzlich willkommen zu Outlast, dem Abo-Special, was ihr unbedingt wolltet. Ja, Leute, da sind wir im Titelbildschirm vom Spiel und ich bin eigentlich noch ganz gut gelaunt. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten paar 10 Minuten ändern. Aber dann, werde ich mit großem Respekt an dieses Spiel rangehen. Aber bis jetzt bin ich echt noch guter Dinge, dass das Spiel vielleicht gar nicht so schlimm ist. Man kann ja hoffen, oder? Und da ihr mich ja unbedingt sehen wolltet, wie ich mich erschrecke, klar, das sollte man in einem Horrorspiel auch. Hier bin ich! Ja, hier sitze ich in schwarz-weiß vor euch und hoffe einfach, dass das Spiel so schnell wie möglich zu Ende ist. Ich werde natürlich jetzt nicht so die ganze Zeit am Weinen sein oder so, nein, also ich versuche schon irgendwie da durchzukommen. Also, wir starten ein neues Spiel, ich habe gar nichts angespielt, ich will es eigentlich auch gar nicht. So, wir können auf normal spielen, was ja für mich schon mal ganz nett sich anhört. Auf schwieriger. Ja, das ist auch noch okay. Albtraum. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist schon etwas zu hart. Und Wahnsinn, in dem sind wir hier, glaube ich, gerade schon. Ich würde sagen, wir spielen auf schwierig. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Einfach erstmal so alles so aufgezählt, so richtig scheiß Sachen und dann so, wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Ja, hört sich toll an. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalten Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. So lange wie möglich am Leben, ja danke. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Nette Begrüßung, sage ich da nur. Ja, wir fahren fort. Eigentlich nicht, aber ja, los geht's. Mit Outlast. September 2013. Von irgend so einer Mail an irgend so eine Mail. Betrefftipp: illegale Aktivitäten bei Murcroft Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murcroft Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Dr. Faseln, etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja. Natürlich von uns. Mit unserer tollen Kamera. Oh nein, und Batterien. Ja. Da weiß ich auch noch. Batterien brauchen wir. Ein Presseausweis, okay. Ein Nachtsichtgerät haben wir also auch. Läuft bei der Kamera. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelten Dokumente J. Okay, ich drück mal N. Notizen. Aha, wir haben noch nicht wirklich viele. Genau gesagt 0. Und J.
Ah, der Informant, aber ich glaube, das war... Ja, genau, das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, sieht einladend aus. Mount Massive sieht echt einladend aus. Und erstmal schauen, was hier drin so gibt. Aha, ein Computer. Ich fühle mich gerade wie hier. 4D ist das hier gerade. Hier macht jemand komische Geräusche. Wie schon jemand sagt, weil ich voll jemand erwarte, so. Ich denke mal, da ist zu. Ja, da ist zu. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts oder rückwärts, um sie zu schließen oder öffnen. Langsam. Volles Deutsch vor allem. Okay. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Okay, so können wir also filmen. Was? Okay, er hat irgendwas aufgeschrieben. Ich drück mal ein. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hatte eine lange Tradition, ausbeuterische Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Oder uns, je nachdem. Joa. Sieht toll aus hier. Sieht auf jeden Fall echt einladend aus. Der Wind. Was war das? Oder was ist das? Okay. Da war jemand. Und hier sind lauter... Oha. Okay, also... Die Wagen sehen schwer gepanzert aus. Vielleicht von SWAT oder sowas. Keine Ahnung. Kommen wir da einfach so durch die Tür? Ja, hätte mich auch schwer gewundert. Rennen können wir natürlich auch. Das sollten wir uns sogar merken. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass hier einladend aussieht? Okay, da kommen wir nicht durch. Also ich bleib lieber hier draußen. Doch, ich glaube, es wird besser sein, hier draußen zu bleiben, weil... Ja, also hier draußen sieht schon schlimm genug aus, da will ich nicht noch rein. Vor allem, der sah nicht gerade schön aus, der Typ da. Hab zwar nur den Schatten gesehen, aber das reicht mir schon. Aha. Ist der links? Kannst du in die Hocke gehen? Jo, klar. So, da sind wir in der Hocke. Ah, ein schöner Brunnen haben sie aber. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben und Mausrad... Ja, das weiß ich. Hinein oder herauszoomen, das ist... müsste eigentlich jedem klar sein. So, und da können wir also die Leiter hochgehen. Sollten wir immer machen. Als Journalist, ohne Waffe, ohne irgendwas, sollte man immer da hochgehen. Und was ist das für komische Musik? Ich kann sie gar nicht als Musik betiteln. Noch bin ich guter Dinge. Wollte ich nur nochmal wiederholen. Und hier kommen wir also rein. Oder hier ist jemand rausgekommen, je nachdem. Okay, ich habe gerade gedacht, wer ist das? Aber das waren wir. Oh oh. Wie schalte ich Ding ein? Wie schalte ich... Nein, du sollst keine Batterie... Rien wechseln. Ah, wäre ich doch nur eins weiter vorgegangen, dann wüsste ich es jetzt. Und hätte nicht unnötig eine Batterie gewechselt. Oh Mann. Okay. Sieht ganz toll aus hier. Ich sehe schon, in der Nachtsicht sieht alles schlimm aus. Weil ich habe gerade gedacht, das ist alles hier Blut, aber... Oder? Nein, das ist einfach nur... Keine Ahnung. Okay, wir machen mal vorsichtig die Tür auf. Hallo? Jemand hier? Okay, ich will nicht, dass die Batterie leer geht. Das wäre jetzt nicht so toll. Also immer schön auf der Hut nach Batterien sein. Ich habe nämlich gehört, die sind ziemlich... Was?
Was? Oh mein Gott. Ich habe gehört, die sind ziemlich böse in diesem Spiel mit den Batterien, weil viele gibt es da nicht unbedingt. War das nur der Fernseher oder? Oder wie bitte was? Okay Leute, das wird echt kein schönes Let's Play, ich sag's euch jetzt. Also für mich. Bewege dich in Richtung der engen Stelle, um dich hindurch zu zwängen. Okay. Wieder ein Computer. Oh, und eine Batterie. Eine Batterie. Ja, eine Batterie. Na also. Haben wir wenigstens wieder einen, die wir wieder unnötig verbrauchen können. Okay, wir können da reingehen. Ich würde da eigentlich nicht da reingehen. Weil, ja, sieht jetzt nicht unbedingt einladend aus. Mit dem Blutfleck da am Boden. Telefon. Oh, da sind Notizen. Notizen. Murkoff Psychiatric Systems. Projekt Warrider. Mount Massive und Co. Soll das heißen vielleicht? Fall Nummer 174. Patient Initialen WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung. Ach, das interessiert doch sowieso keinen. Der behandelte Arzt war Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet in selbstgesteuerter luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivitäten in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Oh, dieses Verlesen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische Ziklen. Lachen in NREM-Phasen. Sorry, aber das sind echt scheiß Wörter. Anmerkung. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Warrider, Mount Massive Co. Jo Leute, das Lesen, das wird wohl Schlimmste an dem Spiel, weil das sind echt Fremdwörter, die absolut ich nicht weiß, wie ich die ausspreche. Oh oh, die Musik scheint nicht ganz... Hallo? Ich gehe erstmal da rein. Da gibt's nämlich eine... Cola? Hallo? Okay, hier ist nicht gerade schöner. Ach, ja, die Hände waschen bringt jetzt glaube ich auch nichts mehr. Wir kommen da hoch, aber ich will erst kurz gucken. Da kommen wir gar nicht rein, oder? Nein. Und da kommen wir wohl auch nicht durch. Aber da ist eine Blutspur. Und wir sollen jetzt wirklich da rein. Ja, wieso eigentlich nicht? Spinnnetz. Kommen wir da durch? Nein, da geht's nirgendwo hin. Okay, der sah nicht nett aus. Ich gehe lieber weiter. Es speichert. Muss ich mir Sorgen machen? Leute, ihr kennt das Spiel bestimmt schon alle und ich nicht. Das ist voll unfair. Library. Ja, und wie es in der Bibliothek weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Outlast. Ich sag einfach Zuschauen, ich hoffe, es gefällt euch. Klar, jetzt ist noch alles ein bisschen, ja, sagen wir, schöner, als es bald wird. Ja, ich sag, wie gesagt, schaltet den nächsten Part wieder ein und bis dann.